Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Minecraft Let's Plays. Und wie ihr seht, sind wir immer noch im Fluss, immer noch auf dem Weg nach Hause. Aber wir haben es bald geschafft, nicht mehr weit. Nur noch 1,6 Kilometer. Und irgendwo hier ging es doch durch auf der Map. Ja, hier. Da müsste ich abkürzen können. Wahrscheinlich ist es jetzt ein Wahnsinnsfehler, aber wir werden in der Sackgasse landen und dann gar nicht mehr weiterkommen und das Boot wahrscheinlich noch kaputt geht oder sonst was, aber ich probiere es einfach mal. Ja, Sackgasse. Okay. Ich wusste doch, dass die kommt. Ja, zumindest ist das Boot noch ganz. Mach das einfach so. Ich stelle mich hier drauf dafür. So. Und so. Was quäle ich mich da so rum, im Wasser abzubauen? Wenn wir kurz ans Land gehen dafür. Das Ölchen. Und dann müssen wir einfach nur hier in die Kurve. Also es war doch kein Fehler, die Abkürzung zu nehmen, zumindest diesmal. Und jetzt gibt es noch ein Stückchen mehr. Ja, das ist zumindest nicht so weit wie letztes Mal. Letztes Mal sind wir hier die breite Strecke. Und das hier ist nicht schmal. Ganz schnell. Boot hat ja auch ein ordentliches Speed drauf. So eine Bootstour ist ja auch was Schönes. Da, wo ich als Kind im Urlaub war, da gab es auch so einen Anbieter für so eine kleine Bootstour durch die Rhone in Frankreich. Da bin ich auch richtig gern mitgefahren. Da gab es auch noch so eine kleine Show, wo dann so Pferde langgeritten kamen und so. War immer ganz schön. Da ist man auch ein Stück übers Meer gefahren. Einmal war da schlechtes Wetter, also ich bin da halt oft mitgefahren. Und da war ein starker Wellengang. Da hatte ich dann schon ein bisschen Angst. Wenn man das nicht kennt. Und dann auf einmal so am Wackeln ist. Dann wird einem schon teilweise ein bisschen mulmig. Ja, gleich sind wir jetzt am Ufer, dann müssen wir noch ein Stück laufen und dann sind wir daheim. Dann haben wir unsere erste richtige Erkundungstour auch gut geschafft. Oben sind auch Kürbisse. Sehen die schon. Einfach mal abbremsen, dass das Boot nicht kaputt geht. So. Komm mit, Boot. Für dich habe ich mein Schwert weggeworfen. Dich nehme ich mit. Auch wenn ich dich jetzt nicht mehr brauche. Kommst mit, Boot. Du kannst dich nicht davor drücken. Ja, da ist eine Höhle. Über seine Schlucht. Darunter. Danke. Oh. No, hier sind noch mehr Hundis. Hallo Hundis. Knochen? Nee, ich habe keine Knochen. Selbst wenn ich Knochen gehabt hätte, hätte ich die wahrscheinlich rausgeschmissen. Vorhin. Noch mal Schafe, aber die lasse ich jetzt erstmal. Ach, und ich sehe, es war gut, dass ich das Boot mitgenommen habe, weil jetzt kann ich hier einfach drüber fahren, muss nicht schwimmen oder außen rumlaufen. Auch
ganz gut. Ach, da hat schon da wäre ein Creeper oder was im Wasser. Und da ist der Fluss gleich zugefroren. Das heißt, da müssen wir wieder aussteigen aus dem Boot. Aber ich glaube, es führt halt direkt zu dem See, an dem mein Dorf ist. Mein Boot. Bleib da. Nicht einfach abhauen. Kann ich? Ja, okay. Das Eis geht auch gut. Hui. Ja, wir fahren jetzt über Land. Das ist aber schon unser Zuhause. Ich hatte gerade Spaß, mit dem Boot übers Eis zu fahren. Die Steuerung ist zwar furchtbar, aber es ist lustig. Okay, wir sind da. Hallo Zuhause, ich bin daheim. Und Villager, ich hab was für euch. Was seid ihr? Guckt mal, einer von euch darf ein Bibliothekar werden. Wahrscheinlich die dümmste Stelle, aber ja. Ist halt so. Was seid ihr denn alle? Villager. Ah, hallo. Ich dachte schon, ihr werdet alle gefressen worden. Wäre schon traurig. Ich bin unterwegs, dann kommt einfach so eine Zombie-Armee und frisst meine Villager weg. Ja, mal das Bett zurück. Jetzt wird die Ausbeute erstmal eingelagert. Setzlinge hatte ich, glaube ich, hier drüben irgendwo, oder? Habe ich überhaupt eine Kiste für so Grünzeug? Ja, habe ich hier. Sehr schön. Dann, das kommt noch da rein. Jetzt werde ich es ja nicht essen. Das kommt in die Essenskiste. Genauso wie die Kakaobohnen. Dann, das kommt auch erstmal in die Ausrüstungskiste, bis ich dann im Schleifstein bearbeite. Erste. Jetzt kommt alles mal da rein. Dann der Kürbis kommt auch. Okay, ich hatte sogar schon einen Kürbis. Da war es eigentlich unnötig, dass ich die mitgeschleppt habe, aber naja, macht ja nichts. Aber ich glaube, der Rest. Ja, der kommt einfach in die Random-Kiste rein. Ja. Oh ja, das ist mein erstes Boot noch. Oh, was ist wieder schön, daheim zu sein. Erstmal wieder den Spawn-Point setzen, falls ich sterbe. Und natürlich jetzt noch den Hundi begrüßen. Muss sein, der Gute. No, brava Wauzi. Der bekommt jetzt auch ein schönes Körbchen bei mir im Haus. Kann er endlich bei mir einziehen. So, Wolle. Ich hier. Einfach so einen riesigen Platz. So. Wir haben rein noch ein bisschen Holz.
Einfach ein Doppelbett. Das muss so sein, der gute Hundi. Aber die Sonne untergeht, schaffen wir doch den Umzug raus. Wie der ging da hin. Oh mein Gott. Ja, Beine. Denn warum? Hier. Noch ein neues Bettchen. Ja, brav. Und so viel Leder geholt, aber brauchst du jetzt ein schönes Steak. Hier, bitteschön. Deiner Hundi. Und ich schlafe heute Nacht sogar bei dir im Körbchen. Okay. Ja, du bist ein Braver. Moment, wenn das Hundekörbchen einfach ein schönerer Schlafplatz ist als das eigene Bett. Ja, mein Lieber. Erstmal wieder eine Truhe. Holz. Und die Wolle. Dann haben wir gut was geschafft in dieser kleinen Erkundungstour. Und fürs nächste Mal muss ich mir dann halt echt irgendwie einen Backpack-Mod raussuchen. Hier mal raus. Komm. Los, wieder raus. Golem soll nicht gefangen sein. Wir sollen es doch verteidigen. Hier, ja, da ist noch nicht alles nachgewachsen, oder? Ne, hier sind noch ein paar unreife Sachen, da ernte ich dann später. Mal schauen, ob die kleinen Kühe schon groß sind, können wir dann die großen gleich wieder füttern. Nee, die sind noch nicht erwachsen. Ich probiere trotzdem mal, ob ich die noch mal paaren kann. Schon wieder. Ja, der Cooldown ist ja manchmal geringer als die drei, die kleinen im Großwerden brauchen. Ich kann was essen. Lecker Futter für euch. Ihr könnt ihr schon wieder. Ja, ihr könnt schon wieder. Sehr schön. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Leder mitgebracht habe, brauche ich trotzdem noch was. Und ich brauche irgendwann Diamanten, um den Verzauberungstisch selber zu bauen. Wird auch noch was. Kommt doch mal in die Mitte. Was krammelt ihr immer in der Dorfmitte rum? Und wenn ich es mal brauche, damit einer von euch ein Bibliothekar wird, macht ihr es nicht. Geht aber nicht, ihr Villager. Der Nutzlose da hinten. Einfach nichts. Der steht den ganzen Tag nur an seinem Trog rum und starrt den an. Er erntet nicht, der sät nicht, der produziert kein Knochenmehl. Der gammelt da einfach nur. Ich
Wir geben vielleicht einfach mal den Trugabbau. Mal schauen. Vielleicht wird er dann zum Bibliothekar und verkauft mir Mending. Ein Druck ist weg. Bist du arbeitslos, oder? Ja, jetzt bist du arbeitslos, okay. Geht's jetzt zum Lektern rüber? Ja, sehr schön. Was verkaufst du? Punch. Punch brauchen wir eigentlich nicht. Wäre für einen Bogen, aber ich will keinen Bogen. Okay, jetzt bist du wieder arbeitslos, okay. Och nein, der Lektern ist weggeklitscht. Okay, das ist halt unlucky. Wenn ich jetzt was anderes dahin stelle, kommt der dann wieder? Nee, schade. Naja, wir können ja dann irgendwann eincraften. So schwer ist das ja nicht mit denen. Ja, Villager. Der ist weggeklitscht. Traurig, ich weiß. Kann aber auch sein, dass beim nächsten Neustart wieder da ist. Das sieht ja öfters mal, wenn was wegklitscht. Was sonst? Ich glaube, da braucht man nur ein paar Bücher für. Ja, ein Bücherregal, es passen drei Bücher. Das Holz, das ist nichts. Ach, okay, er ist wieder da, ja. Oh, dann schauen wir mal. Ist der Villager noch hier? Nee, ist er natürlich nicht. Ah doch, hier ist er. Das ist diesmal auch nur Crap. Okay. Was kriegst du diesmal? Wieder Crap. Ich glaube, das war für den 13. Ich bin mir ja gar nicht sicher. Ich kenne das Glück gar nicht. Schauen. Naja. Aber dieses Durchrotieren, das kann man auch ein andermal machen. Weil die Folge, die ist jetzt dann eh schon wieder rum. Und danke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.